Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Pokédex vervollständigt. Ja, boja. Oder Glurak-Pose. Und ja, in dieser Folge planen wir hoffentlich die Story zu beenden. Ich glaube, wir sind relativ nah dran. Und ja, die Story sagt uns, wir sollen hier zum Schalalalumawald gehen und Hopp treffen. Und wahrscheinlich müssen wir dann gegen Hopp kämpfen, ne? Nehme ich jetzt mal an. Er hat sich ja, glaube ich, um das legendäre Pokémon gekümmert. Und ja, Animationen und so sollten noch an sein. Und ja, gehen wir mal rein und gucken, was da los ist, ne? Er ist ja mit, ich glaube, Samacenta da reingegangen, ne? Und ja, hier ist Sanya, Waifu. Hopp wartet hinten auf dich. Soll ich dich hinbringen? Ja, gut. Gut, los geht's. Sparst du mir ein bisschen Zeit und da hinten ist er schon. Und ja, ich habe so das Gefühl, wir müssen gegen den kämpfen, während er dieses Pokémon irgendwie in sein Team hat. Ne? Für mal wetten. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist wieder in Ordnung, hörst du? Du kannst dich selbst unter Kontrolle halten. Ich glaube an dich. Immerhin bist du der Held, der die Galar-Region gerettet hat. Wild. Wow, du hast dich tatsächlich beruhigt. Fantastisch, ich wusste, dass du es schaffst. Du liebes bisschen Hopp, du siehst ziemlich durch den Wind aus. Oh hi, da seid ihr ja. Gut möglich, ich war damit so beschäftigt, Samacenta zu beruhigen, dass ich alles andere vergessen habe. Unglaublich, dass du einfach allein losgestimmt bist, um den legendären Helden zu besänftigen. Wild. Es sieht glücklich aus. War doch ein Kompliment. Ja, finde ich auch. Es war aber echt kein Zuckerschlecken, sag ich dir. Wild. Was, echt jetzt? Ist das dein Ernst? Was soll jetzt nochmal hinter von dir? Da wird mein Talent als Trainer anerkannt und möchte Teil meines Teams werden. Da hast du jetzt ja nur aus der Nase gezogen. Was, du willst dich mir anschließen? Was, du willst unschuldige Kinder abschlachten? Okay. Wirklich, das ist ja großartig. Also wenn du es wirklich ernst meinst. Mal sehen. Und los. Versuch ins Gesicht geworfen. Soll ich hin, Meisterball Hopp. Komm. Wegen der Welt verdient nächstes was besseren Ball. Mein Gott, ist der Ball groß. Die sind doch nicht so groß. Hopp hat Samacenta gefangen. Ich muss schon sagen, ihr seid echt unglaublich. Ich kann selbst noch nicht glauben, was da eben passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dank all den neuen Kapitel beginnen kann. Dank all dem ein neues Kapitel beginnen kann. Dann, ich habe eine Bitte an dich. Dann gibt es bloß nicht, dass ich Bertis nachahmen will, aber müsst du bitte noch einmal gegen mich kämpfen? Hier, wo alles angefangen hat. Im Schlummerwald. Okay. Dann schnell würde ich den Kampf gegen Hopp nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich meine, hält damals hinter ihnen für fähig genug, sein Trainer zu sein. Oh. Nein. Okay. Ich schaff das schon. Ich habe heute schon schwierigere Kämpfe gesehen. Werdet ihr im nächsten Part sehen. Danilo, bei diesem Kampf halten wir uns kein bisschen zurück. Okay. Bist du soweit? Ja. Dann lass uns loslegen. Dann komm mal her. Bloß nicht, dass ich heute nicht schaffe. Von einem Pokémon hast du natürlich das nicht rausgenommen. Swallow. Also dann los geht's, Danilo. Keine falsche Zurückhaltung. 69, alles klar. So, ich habe letztens mal irgendwie so nachgerechnet oder nachgeguckt, jedenfalls, was besser ist. Ich bin jetzt hier zum Beispiel gerade an einer guten Stelle. Ich habe mal nachgeguckt, was wie sich das errechnen lässt hier mit den ganzen Sachen. Sehr effektiv verdoppelt den Schaden und Stab wird ja 50% erhöhen, ne? Das bedeutet, das hier würde jetzt 130 Schaden machen, ne? Das hier mit Stab noch mal 50% würde 180 Schaden machen. Deswegen ja, wäre Feuerball immer noch besser, ne?
Weil manchmal gibt es ja solche Situationen, wo man irgendwie gucken muss, will ich jetzt lieber Step oder sehr effektiv machen. Jetzt, da ich die Werte komplett weiß, macht es halt ein bisschen einfach. Ich glaube, ich habe die schon vorher gewusst, aber ja, also nicht. Ich habe es mal noch mal extra für mich nachgeguckt, zu gucken. Mein Antrieb im Leben war es immer, meinen Bruder aufzuschließen. Doch jetzt, wo er nicht länger erschimpft ist, fehlt mir ein klares Ziel. So, okay, Problem mit Relaxo ist, der hat wahrscheinlich Speckschicht, ne? Jetzt mal Blackwing ein, Stahl. Blip. Was geht? Zwinger. Erdbeben, oh, perfekt. Oh, zum Glück habe ich ausgewechselt. War knapp. So, das müsste jetzt noch mal 30, 100 irgendwas. Mach noch mal. Boom. Oh, das war nicht viel Schaden. Au. Ja, okay. Und so weiter, würde ich sagen. Ich meine, der macht mir Schaden, aber halt ich wieder hoch. Das meiste davon. So. Nichts dagegen, wenn er mal meine Verteidigung erhöhen würde oder so, ne? Aber, ne. Okay. Der hat bestimmt Erholung oder so, ne? Der soll irgendwie nicht drauf ankommen. Sturzflug. Jo. Ja, bitte. Und weg ist er. Okay. Ich habe nicht vergessen, ich kann auch Items einsetzen, ne? So, cool. So, Zamazenta wird wahrscheinlich das Schwierigste sein. Ich weiß nicht mehr, welchen Typ das ist, aber ich glaube, da kann man ja nachgucken, ne? Du und Sanja, gezielt strebe ich euren Weg. Und ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie stehen geblieben bin. Brutzige. Kann man hier irgendwie nach noch mal den Typen, ja, einfach so Elektro. Na, da habe ich leider nicht. Ich könnte hier einsetzen, ne? Ich habe jetzt gegen dich. Dann machen wir so Little Marie. Also bestimmt den Elektroangriff jetzt um Ecke, ne? Elektropizza. Au. Gott. Au, Volltreffer. Ich wollte schon sagen. Warum hat er so viel Schaden gemacht? Ja, ja, ja. Aua, ne? Ich sagen. Na. Jetzt klappt das noch halbwegs. So, ich glaube nicht, dass das reichen wird. So was mal. Na geil. Komm schon. Warum? Nehmen wir da Igni. So schnell ist, so stark ist. Das war der weg. Jawohl. Ach man, hopp. So ein schwieriger Kampf gerade. Dann habe ich zusammen mit dir und Ness die Pokémon gerettet. Da habe ich gegriffen, dass ich anderen Leuten helfen kann. Okay. So mal, ob du deinen Gott rumhelfen kannst, wenn ich dem Feuerball ins Gesicht schieße. Tschüss. Wow. Okay. Ach, verflixt, aber es macht trotzdem Spaß, gegen mich zu kämpfen. Come on. Oh.
das alles Pokémon, die Igni fertig machen kann. Das ist nicht so toll für dich. Oh nein. Boah, Schnabel. Oh nein, jetzt habe ich gleich keinen Feuerball mehr für Summer Center, wenn er ihn einwechselt. Ja, oder so. Geil. Super, was mache ich denn jetzt? Ja, Fußtritt, keine Ahnung. Und jetzt nichts. Ja, ist ein bisschen doof jetzt. Ich zwei, drei Mal daneben gehauen habe. Zweimal. Aber okay. Mach ich gegen das Viech jetzt gar nichts. Also Stahlangriff, wir werden aber nichts bringen. Tiamat. Da kommt gleich Summer Center und macht uns fertig. Pass auf. Du willst. Denk jetzt nicht an sowas hier. Nimmt jede Menge Schaden. Komm, das reicht. Ne? Ich glaube nicht, das reicht. Gott. Da bin ich nicht. Na komm. Auf dem weg. Das gibt es jetzt nicht. Aber ganz sehr gut. Diese Attacke trifft immer. Aber warte mal. Ich wusste es. Ja, ich wusste es. Er hat ein paar kacktes Dings. Heil-Item hier noch. Ich wollte das so auf Nummer sicher gehen. Also wollte nicht auf Nummer sicher gehen. Ne? Oh, sehr gut. Wenn ich Glück habe, dann ist er jetzt weg. Okay, cool. Cool. Alter. Jetzt kommt da. Für Einsatz zwei ein Sieger streichen, doch andererseits will ich auch, dass der Kampf irgendwas. Das einzige Gefühlschaos, sag ich dir, aber dir geht's bestimmt also. Oder Daniro eher nicht. Was? Das ist ziemlich peinlich, wenn ich mich als Einziger so freue. Gut, da kann man lachen oder weinen, so viel man will, aber das hier ist definitiv das Ende. Wackerer Schild von Summer Center. Da findet sein Legendär in ihrer Ecke. Gigantenstoß, oh nee. Jetzt noch wisst ihr, was für ein Typ du bist, ne? Das wäre sehr gut. Wow. Das ist mir noch nicht mal erledigt. Mein Gott, los, Verteidigung denken bitte. Gott. So, ich komme sowieso nicht mehr dran, also ja. Mary. Ich glaube, ich habe Donnerwelle mit der, ne? Ich kann. Gigantenstoß. Ich glaube, ich muss das sogar noch mal hier überleben. Weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich Beleber eingesetzt. Wäre sowieso nicht mehr dran gekommen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Du bist, ich glaube, eins von denen war Stahl und Kampf. Eins war von denen Stahl und Fee, ne? Ich weiß nicht, was Gigantenstoß ist, was das für ein Angriff ist. Ist das Stahl? Also, ja, verlauf, machen Sie bitte. Na komm. Knuddler, ehrlich? Jawohl. Einfach noch mag es nicht geknullt zu werden, hier frisst das. So, okay. Knuddler! Alter. Was ist das? Wer du hast jetzt noch ein Top-Genesung aus, ey. Gut, Knuddler! Das der legendäre Held, einer seiner Angriffe, Knuddler. So, ich würde am liebsten mit Igni hier finishen, aber komm, wird er wohl schneller sein als der, ne? Komm. Komm, mach das Ding fertig. Jawohl. Aurarad. Boom und weg bist du. Okay.
Yay, gewonnen. Ja. Dank dir und meinem Bruder werde ich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Ja, ja. Der allerbeste Schimpf hat wieder zugeschlagen. Du hast es echt drauf, Daniro. Doch anders als früher macht mir eine Niederlage nur nichts mehr aus. Ich fühle mich trotzdem gut. Ja, ich fühle mich auch gut, dich zu erledigen jedes Mal. Und weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum gefunden, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemanden werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die in Not sind. Ich möchte ein Pokéball-Professor werden. Das ist irgendwie lahm. Der Gedanke kam mir, als wir von Stadion zu Stadion gehetzt sind, um die wild gewordenen Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch große Wissenslücken in Sachen Pokémon habe und Erfahrung mangelt es mir auch. Doch ab jetzt werde ich mich schmächtig ins Zeug legen und büffeln, bis der Kopf raucht. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Professor gemausert haben, auf den Sania und du stolz sein könnt. Damit schlage ich zwar einen anderen Weg ein als mein Bruder und du, doch für mich wirst du immer mein Rival bleiben. Das will ich auch hoffen. Versprochen, du und ich, Rivalen auf ewig. Ja, wenn es sein muss. Ach, die Jugend, so unbeschwert und voller Enthusiasmus. Ich glaube, ich habe da was im Auge. Stimmt also tatsächlich, dass ältere Leute näher am Wasser gebaut sind, hm? Wie bitte? Ich bin ja wohl selbst noch quicklebendig und spritzig. Aber hör mal, hopp, was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistent anzufangen? Was? Ich habe alle möglichen Bücher und Dokumente über Pokémon. Einfach perfekt für jemanden, der Pokémon-Professor werden will. Außerdem könnt ihr so auf deinem Weg mit Rat zu Tat zur Seite stehen. Ich dir mit Rat und Tat. Da brauche ich nicht lange überlegen, ob ich das will. Aber kannst du mich überhaupt gebrauchen? Das war eine Frage, zumal ich jetzt niemanden mehr habe, der mir so angeht. Dich wartet jede Menge Arbeit. Moment mal, du suchst also bloß jemand, der die Arbeit abnimmt? Naja, mir soll es recht sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Sind nicht noch die Assistentin, die hat sich doch entschuldigt. Und ich auch nicht, Daniro. Du hast eine seltene Liga-Karte von Hopp. Klatsch, klatsch. Die stehen einfach nur so und sagen klatsch. Oha, oha, wahrlich ein fabelhafter Kampf. Und welch ein rührender Wortwechsel. Oha, oha, um ein Haar hätte ich ein Tränchen vergossen. Schwertold und Schildrich. Und Ness, und du auch, Bruderherz? Was wollt ihr denn alle hier? Kein Grund, gleich so einen Aufstand zu machen, junge Frau. Wir sind nur hergekommen, um Daniro die Ehre zu erweisen. Die beiden wollten sich partout nicht davon abbringen lassen, sich persönlich zu entschuldigen. Ich bin quasi nur hier, um auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind sie ein Nachkommen des alten Königshauses von Galar. Wie es aussieht, habt ihr auch echt saubere Arbeit geleistet, während ich im Rosé Tower damit beschäftigt war, das Chaos zu beseitigen. Weil, was ist eigentlich mit dem? Ist der überhaupt nur irgendwo da? Beschäftigt war, dass der Präsident hinterlassen hatte, bla bla bla. Bruderherz, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben. Weil haben die Pokémon deiner Maximierung gezwungen, das hättest du mal sehen sollen. Wir bereuen unsere Taten zutiefst. Aus purem Egoismus haben wir im Kauf genommen, dass unschuldige Pokémon verletzt werden. Nichtsdestotrotz hat Daniro unsere hochmütige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als deiner Max. Du wärst selbst als König geeigneter als wir. Geht das schon wieder los? Dann greift ihr zwar endlich, dass Zakian und Samazenta die wahren Könige sind. Nein, nein, und nochmals nein. Wenn wir das Zepter schon aus der Hand geben müssen, dann zumindest an Daniro. Je genauer ich dich betrachte, desto mehr spüre ich, wie durch eine Aura der Berühmtheit umgibt. Meine haben zwar eine Schraublocke, aber irgendwie scheinen sie dich ins Herz geschlossen zu haben, Daniro. Oha, schon so spät? Wir würden gerne noch verweilen, doch wir müssen aufbrechen. Uns wartet ein großer Spießrutenlauf, bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die durch die Taten Unheimlichkeiten erfahren mussten. In diesem Sinne, ade. Ey, wer hat euch erlaubt, einfach so abzuhauen? Hopp. Was ist? Ich habe deinen Kampf gegen Champ Daniro mitverfolgt. Du bist unheimlich stark geworden. Meiner hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Es freut mich sehr, dass du jetzt deine Bestimmung gefunden hast. Du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Und das sage ich jetzt nicht bloß, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich dir auch als dein Rivale. Danke, Bruderherz. Nur Pose. Ich gehe. Wow, ein Lob von Delon hört man wahrlich nicht alle Tage. Da ist es nur zu verständlich, dass auch dir mal die Worte fehlen. Hopp. Ach, schon auf, Sanja. Also danke, jetzt machen wir uns auf den Rückweg.
Oh ja, das ist die Gelegenheit für ein Wettrennen bis zum Waldrand. Los geht's. Ich gewinne, ich gewinne. Ich nicht, stell in ein Bein. Okay. Ende. Oh, okay. Wenn ich gut habe, mir das Spiel hat wenigstens sagt. Karte. Das heißt, Abenteuer ist damit noch lange nicht zu Ende. Durchforste die Galar-Region nach neuen Pokémon, schnappst sie dir alle. Habe ich schon erledigt. In Score City gibt es zudem den Kampfturm, ein Turnier wartet auf neue Herausforderer. Stell dein Können unter Beweis und misst dich mit stärksten Gegner als je zuvor. Ja, was das angeht. keine Ahnung. So, meine Pokémon sind wahrscheinlich nicht voll gehalten, ne? Weil ich meine, gegen eine Person können wir noch kämpfen. Das habe ich mal so überflogen. Ich meine, mein Gott, ich habe so lange Pause gemacht von dem Spiel. Ist jetzt egal, weil ich jetzt noch nachgucke, ne? Schon bald hat DLC draußen, dann wo ich schon wieder voll blind reingehe, so. Meine Güte. So. Obwohl ich habe das eigentlich nicht wirklich nachgeguckt. Ich habe weiß nicht. Ich habe mich gewundert, nämlich, weil man muss denn jedes Stadion hingehen, ne? Und man hat Liga-Karten von allen möglichen Leuten bekommen. Deswegen nehmt ich einfach mal an, hier kann man vielleicht auch eine holen. So, hopp. Der Glurak-Pose. Hopp, schloss die Arena-Challenge auf Platz 2 im Vorturnier ab, wofür er auch von vielen Arena-Leitern in den höchsten Toren gelobt wird. Sie preisten sein Talent dafür, Pokémon zwanglos und fröhlich kämpfen zu lassen und sehen darin offenbar einen der Unterschiede zu seinem Bruder. Da Hopp seine Stärke überwiesen hat, als er dem Aufholenden in Dynalos Einhalt gebot, wird ein Match zwischen ihm und dem neuen Champ mit Spannung erwartet. Man darf auf ein sicherlich legendäres Match gefasst sein, das in die Geschichte eingehen wird. Okay. So, aber ich möchte jetzt noch mal hier eingehen, weil ich glaube, hier wartet noch jemand, den wir auch noch bekämpfen können. Hoffentlich. Da, guck mal. Na, Danilo, wie steckst du dich so als Champ? Wie du siehst, bin ich für meinen Teil ja eine ausgezeichnete Arena-Leiterin. Ich will den Leuten zeigen, dass man die Taktik und die Dynamik eines Kampfes auch ohne Dynamax voll und ganz genießen kann. Also, Champ, was hältst du von einem Showkampf? Aber sicher. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich bitte ja nicht um einen Kampf. Ich gebe dir vielmehr die Möglichkeit, gegen mich anzutreten. Sundere. So. Ein Kampf gegen beste Rivalin, um das hier abzuschließen. Ich nehme an, dann kriegen wir von ihr auch noch eine Liga-Karte. Ne? Da müssen wir eigentlich von jedem Charakter eine haben. Oh, du bist aber ein bisschen schwächer als gedacht. Aber ich bin ja schon mal hingegangen irgendwann und da war sie noch nicht hier. Also ist das irgendwie hier so gedacht. Die Reihenfolge nehme ich an. Ich würde sagen, Igni wird das leider alles mit einem Schlag hier erledigen. Fünf Pokémon. Feuerball hat fünf Angriffe, also ja. Boom. Aber ich finde immer noch, das ist das beste Lied im gesamten Spiel. Oh, okay. Folterknecht. Ich dachte, das war Verhöhner oder so. Jetzt nicht so geachtet, ehrlich gesagt. Ich bin gerade gegen die Decke da gesprungen. Oh, Erdbeben. Oh, das ist nicht gut. Also wieder zur Igni alles mit einem Schlag weghaut. Oh. Ja, jetzt darf ich auch Feuerball wieder einsetzen, ne? Gott. So, und ich glaube, dann kann man auch noch mal irgendwie, wenn man die Story abgeschlossen hat, dann kann man noch mal den Champ Cup spielen, ne? Das heißt, ich kann da mit allen Charakteren, allen Arena-Leitern noch mal kämpfen. Ich glaube, die tun irgendwie zufällig auftauchen oder so. Können wir vielleicht ja auch einmal machen, nur um zu gucken. Pustet. Level 60, das ist jetzt nicht so okay. Ich sage, in der nächsten Folge tun wir noch mal einen Champ-Kampf einmal machen, ne? Dann haben wir so, weiß nicht, die Story komplett, glaube ich, abgeschlossen.
allen drum und dran. Dann können wir uns langsam so auf das DLC irgendwie so vorbereiten und da hineinsteuern. Wahrscheinlich schon wieder alle irgendwie voll abgeschlossen haben, aber ich bin halt ein bisschen langsam, okay. Ich muss erstmal hier fertig machen, okay. Aber ich bin dran am Arbeiten, wie ihr seht. So, Iro Kicks. Oh, da war ein komischer Ruf. So, bitte trifft diesmal. Ich habe wortwörtlich alles mit meinem Starter hier gerade erledigt. Blup. Okay. So, trifft bitte. Ja, schon. 85 ist. Komm schon. Viel öfter treffen müssen. Oh, okay. Und das war's mit ihr. Ich bin ein bisschen stärker vorgestellt, aber okay. Ist zwar verloren, aber ich werde mir deinen Kampfstil abschauen. Was? Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Du bist echt ein toller Champ, Niro. Ich habe da was für dich. Pass aber gut darauf auf, sonst kann ich sehr ungemütlich werden. Eine seltene Liga-Karte von Mary. So. Kann man sie jetzt irgendwie täglich irgendwie so kämpfen oder was? Keine Ahnung. So, und dann war Mary. Boom. Im Auftrag ihres Bruders Netz wurde sie zur Arenaleiterin von Spikeford. Ihren ersten und treuesten Partner Morpeko hat ihr Bruder für sie gefangen, als sie 5 Jahre alt war. Sie lässt sich jedoch immer noch von Morpekos Launen beeinflussen. Marys Teilnahme an der Arena Challenge hat Spikeford wieder beliebter gemacht und sie selbst ist nur für die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus bekannt. Wenn sie wütend wird, ändern sich ihre Gesichtsauszüge zwar nicht, aber innerlich lässt sie sich nur sehr schwer wieder beruhigen. Okay. Dann haben wir, glaube ich, von jedem, ne? Wir haben von allen unseren Rivalen hier. Wir haben von allen Arena-Leitern, ne? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gelesen, ne? Hier ein Kommentar von Ness, als er gerade Arena-Leiter geworden war. Ich bin Ness. In Zweifort können sich Pokémon leider nicht deine maximieren. Aber dafür haben wir gewissermaßen die ursprüngliche Form von Pokémon-Kämpfen beibehalten, für die ich jetzt gern die Werbetrommel rühren möchte. Ich habe übrigens eine Schwester. Sie hat mehr Potenzial als ich, aber bis sie groß ist und Arenaleiterin werden kann, werde ich singen, was meine Stimmbänder hergeben. Und diese Stadt ordentlich einheizen. So, das haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Naja, mit dem Selfie, genau. Okay. Haben wir von jedem Charakter, ne? Gut. So, und dann glaube ich, war das so. Man kann jetzt den Champ Cup noch mal erneut spielen und können wir ja mal noch mal machen, ne? So als letzte Herausforderung, ne? Hier, ne? Ja, hier war das, glaube ich, ein Stadion. Dann machen wir im nächsten Part noch ganz kurz und knackig, nur um zu sehen, was uns nur so erwartet, wie stark die Gegner da geworden sind. Und ja, einfach irgendwie eine Belohnung vielleicht kriegen, ich weiß es nicht. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Kampfturm übrig. Und ja, um ehrlich zu sein, habe ich da schon so ein paar Sachen gemacht. Die werdet ihr im nächsten Part dann wahrscheinlich sehen. Nee, Quatsch, der nächste Part wird ja jetzt erstmal Dings sein, ne? So, hi. Kann ich da irgendwie... Nein. Ich wollte jetzt nicht direkt da reingehen, aber okay. Okay, wie es aussieht, sind wir ja einfach reingezogen worden. Okay, dann würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wollte jetzt eigentlich nur gucken, ob man da irgendwie so nachgucken kann oder so. Aber ja, was soll's. Gut, dann machen wir jetzt einfach im nächsten Part hier so ein Turnier noch so locker flockig, ne? Und ja, in dem Sinne sage ich dann, kann ich hier noch ausgehen. Du kannst nicht mehr zurück. Gut, dann eben nicht. Dann sehen wir uns im nächsten Part, ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr das bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und ich sage euch dann, tschüss, bis zur nächsten Folge.